I'm particularly interested in the part which is called graph theory, which is actually the study of the structure of networks. We have networks basically everywhere around us. It's important to discover the connections where one doesn't expect them to exist and explain why they exist. Die Graphentheorie liefert Antworten auf hochkomplexe Probleme und beeinflusst das tägliche Leben in vielerlei Hinsicht. Ihre Komplexität ist entscheidend für Algorithmen und praktische Anwendungen wie Routenplanung, Netzwerkdesign oder Bioinformatik. Daniel Krahl ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Graphentheorie. Ihm gelang es, grundlegende Fragen zu lösen, die jahrzehntelang unbeantwortet geblieben waren. Zusammen mit seinem Team bewies er im Jahr 2011 die Lowash-Plummer-Vermutung. Dieser Beweis zeigte, dass zusammenhängende Graphen eine reichhaltige Struktur haben und zahlreiche Möglichkeiten für perfekte Knotenpaarungen bieten. Das Ergebnis hat erhebliche Auswirkungen auf Theorie und Anwendungen und verbessert das Verständnis für diese Graphen und ihre Eigenschaften. In addition to the beauty of mathematics, I also enjoy the beauty of art, where often things are not expressed directly, but there's a certain level of abstraction, and this fascinates me on the modern art. Leipzig University is a very good location because where many research groups I can see collaboration opportunities with. The professorship brings me so many opportunities. I hope I get the best use of them.